Es geht weiter mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Und ja, im letzten Part haben wir erkannt, dass wir ein Mensch sind und zu Flamli wurden. Und haben einen Raupi in Not geholfen und mal gucken, wie es jetzt noch so sich weiter ereignet. Wir haben jetzt hier einfach mal so eine leere Wohnung bekommen, die einfach mal so frei ist. Und die haben uns jetzt einfach mal geklaut, weil hier ist ja keiner drin und ist ja schön eingerichtet. Warum nicht? Okay, und da schläft er auch noch. Nö, oh nein! Und Gekabor ist ja unser Partner, der uns gefunden hat, als wir völlig bewusstlos im Wald waren. Ja, tut mir leid. Ich war so aufgeregt, dass ich schon seit dem Morgengrauen hier auf dich warte. Ich wusste ja nicht, dass du bis 14 Uhr schläfst und das ist mir heute wirklich passiert. Ja, ich muss unbedingt mal wieder Arbeit oder Uni oder was haben. Ich muss das echt mal wieder geregelt bekommen. Naja, fängt ja bald an. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Na egal. Heute ist unser erster Tag als Ritterteam. Geben wir unser Bestes. Aber weißt du, wir haben noch gar keine Aufträge. Tja. Oh ja, vielleicht haben wir was im Briefkasten. Okay, Gekabor öffnet den Briefkasten. Okay, Briefkasten ist das Retterteam-Starter-Set. Also wir wurden wahrscheinlich schon angemeldet und man hat es sofort mitbekommen und es ist schon alles gegeben. Ich wusste es. Das ist das Retterteam-Starter-Set. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Okay, dann öffnen wir das mal. Retterorden, Sammelbox und Pokémon-Zeitung. Ja, da haben wir endlich wirklich nützliche Dinge bekommen. Hier haben wir zunächst einmal den Retterorden. Der Beweis, dass wir ein Retterteam sind. Dies ist eine Sammelbox. Dort können wir Items hineintun, die wir in Dungeons finden. Lass uns die Items, die Smetbo uns gegeben hat, hineintun. Items sind äußerst nützlich, daher sollten wir bei unseren Abenteuern immer welche dabei haben. Oh ja. Und und hier haben wir eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Die ist für Retterteams sehr wichtig. Ich lege die Pokémon-Zeitung zurück in den Briefkasten. Wir sollten sie später lesen. Na gut. Was gibt es noch? Gibt es noch andere Post? Anscheinend nicht. Gut, er öffnet wieder den Briefkasten und der ist sonst noch leer. Na gut. Nun, wir haben keine Post bekommen. Wenn es Rettungsjobs geben würde, hätten wir sie per Post bekommen, aber niemand weiß etwas über unser Retterteam. Aber da wir ja gerade erst angefangen haben. Das ist wie auf YouTube, ne? Man kann einen Kanal haben, wenn man keine Videos hat, man natürlich auch nicht gefunden, wenn man überhaupt keine hat oder erst ein einziges oder so. Okay, Pelipper. Oh, was kann da wohl sein? Na gut. Pelipper hat da was reingetan. Ich will mal kurz gucken, ob das noch geht, wenn ich den von hinten anspreche. Okay, da ist ein Warnhinweis am Briefkasten. Briefkasten vorne öffnen. Finde ich auch so gut. Okay, dann öffnen wir den mal. Vielleicht ist jetzt ja ein Rettungsjob? Was steht drin? Okay, dann lesen wir mal. Raupi erzählte mir von euch. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Magnetilo hat Probleme. Eine unbekannte elektromagnetische Welle floss durch ein Dungeon. Dadurch verbanden sich Magnetilo und Magnetilo. Das genügt nicht, um ein Magneton zu bilden. Es ist so nicht vollständig. Bitte, wir brauchen Hilfe. Von Magnetilos Freund. Na gut. Was meinst du? Wollen wir es versuchen? Ja, klar. Warum nicht? Das ist die richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Achso, wir gehen jetzt auch schon direkt hin. Donnerhallhöhle. Ich habe gedacht, ich kann mich noch ein bisschen umsehen, aber das kommt dann wohl erst später. Ah, auch mit ziemlich cooler Musik. Oh, ihr seid hier. Meine Freunde sind in dieser Höhle. Meine Freunde sollten in Ebene U6 sein. Bitte helft ihnen. Okay, Ebene U6. Wir hatten ja letztes Mal bis Ebene 3 gehabt und Ebene 4 war ja schon das Ziel. Und jetzt sind wir natürlich ein bisschen weiter nach unten. Und natürlich werden jetzt auch hier andere Pokémon auf uns warten. Verwende Attacken, die nicht regulären. Nicht die regulären A-Angriffe. Um mehr Erfahrungspunkte. Für mehr Erfahrungspunkte. Wähle und fixiere eine Attacke. Genau das habe ich ja schon die ganze Zeit lang gemacht. Denn da kriegen wir wirklich mehr. Zum Beispiel, jetzt haben wir 24 bekommen. Ich würde das vielleicht mal in einem anderen Radfatz testen. Amrena-Beere. Die Amrena-Beere halt Paralyse. Öffne das Menü durch Drücken von B und wähle sie dann im Item-Inventar aus. Und ich möchte jetzt dem Partner gerne, also Gekabor, gerne die Sindelbeere geben. Oh, einen Apfel, den brauchen wir.
Iss ein Apfel oder ein Gummibonbon, bevor dein Magen leer ist. Öffne das Item-Inventar und wähle etwas aus. Ja, und den Magen wollen wir ungern leer haben. Denn ich wollte ihm gerne die Singlebeere geben, denn wenn mal was passiert, dann kann er uns die zuwerfen. Oh, jetzt haben wir eine Attacke nicht getroffen. Ist natürlich blöd. Oh. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Jetzt muss Gekarbor mal die Arbeit machen. Ich habe jetzt leider auch nichts, was mich jetzt wirklich heilt. Deswegen werde ich jetzt einfach... Ja, okay, gut. Okay, das kann auch passieren. Das ist, glaube ich, diese Fähigkeit Angsthase, dass Fifi dann jetzt einfach mal flieht. Jetzt zeige ich das mal, jetzt werde ich mal ein bisschen rasten. Um meine KP wieder aufzufüllen. So, nimm das. Oh, die halten schon mehr als einen Pfund aus, okay. Achso, und das haut immer noch ab. Na gut. Aber nicht mehr lang. Jetzt haben wir dich. Nimm das. So, gut. Weil 30 Erfahrungspunkte lasse ich mir ja nicht entgehen. Ich gehe aber nochmal kurz zurück, denn wir haben jetzt ja eh einen Apfel. Man muss sich auch immer Sorgen machen, man darf auch nicht praktisch zu viel Zeit im Dungeon verbringen. 15 Schaden. Okay, der hält aber noch was aus. Oh. Komm schon, stirb. Das wäre jetzt so lame, wenn ich jetzt direkt sterben würde. Energiefokus gelernt. Ja, ist jetzt... Steigert unsere Volltrefferquote. Ist jetzt aber nicht so mega besonders. Auf jeden Fall bekommen wir nochmal mehr Stats dazu. Und Gekarbor auch. Nice. Sehr schön. Ich will nämlich unbedingt nochmal zu diesen Feldern da hinten. Da sind wir gerade dann vorbeigegangen. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt, weil genau diese Wunderfelder. Denn die machen so alle Statusveränderungen nämlich weg. Und das heißt, ich habe jetzt wieder normale Verteidigung. Nidoran bekommt hier auch, okay. Ich sollte auch nicht so rumspammen mit Kratzer, weil ich kann es ja nur 22 Mal einsetzen. Und auf der ersten Ebene habe ich jetzt schon so krass verbraucht. Nehmen das. So. Gut. Das gibt es auch noch schlafende Pokémon. Ich werde das jetzt trotzdem mal aufwecken, einfach wegen Erfahrungspunkte. Und wie gesagt, jetzt vor allem am Anfang werde ich gegen alles und jeden kämpfen. Ab einem bestimmten Punkt sage ich dann so, ja komm, jetzt können wir auch einfach mal direkt zur Treppe gehen. Das wird auch noch später vorkommen. Nehmen das, so. Aber jetzt vor allem am Anfang ist es wichtig, auch wirklich alles zu erkunden, dass man viele Items auch mitnimmt aus dem Dungeon. Und auch viele Level aufsteigt. Wähle einen Partner über die Teamoptionen an und stelle seine Taktik und die EQ-Fähigkeiten ein. Teamkooperation ist das Zauberwort. Na gut, kann ich auch mal machen. Genau, EQ prüfen. Das sind so bestimmte Fähigkeiten. Ich mache mal Attackennutzer an, dass er nur noch Attacken nutzen soll. Wichtig ist nur, das ist ein bisschen blöd gemacht noch im ersten Teil. Reisender, wenn er keine Attacken mehr hat, dann macht er gar nichts mehr, greift er nicht mehr an. Das hat man im zweiten und im dritten Teil, glaube ich. Ach ne, der dritte Teil hatte gar keine EQ-Fähigkeiten mehr. Aber im zweiten Teil war es dann besser gemacht, weil der greift dann zumindest normal an, wenn dann keine Attacken mehr übrig sind, wenn die AP alle leer sind. Weil das Pokémon konzentriert sich auf das Reisen. Es wird Attacken und Items seltener einsetzen. Ne, das ist okay so. Kann es ruhig machen. Also mit Items kann man hier ruhig wirklich rumschmeißen. Sollte man auch. Denn man wird die auch alle halt benötigen entsprechend. Okay, sehr schöne Sinelbeere. Gebe ich mir dann selbst auch eine. Denn dann esse ich die... Moment mal, habe ich jetzt... Ich habe mir schon eine gegeben, oder? Ach doch, wir haben ja schon beide eine. Perfekt. Die Fifians, die fliehen natürlich immer schön. Das macht natürlich vieles einfacher. Ja komm, jetzt aber. So. Dass der alles aushält. Krass. Oh nice, noch mehr Äpfel. Alles mitnehmen. Immer mitnehmen. Ganz wichtig. Denn später wird man Äpfel brauchen. Denn dann gibt es auch mal Dungeons, da hat man mal kaum Äpfel. Und läuft dann auch mal wirklich mal ein paar Ebenen lang mit leeren Magen rum. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Denn wenn das passiert, dann verlieren wir nämlich ständig ein KP und ich glaube, wir haben noch weniger Verteidigung und so Sachen. Und allgemein die Regeneration ist weg, man verliert nach jedem Schritt, wie gesagt, ein KP. Ich,
Ich meine auch so, irgendwie noch so ein paar Einschränkungen waren dann da auch noch. Ich habe ja auch schon gemeint, dass ich auf jeden Fall jeden Teil der Reihe spielen möchte. Das heißt jetzt nicht, ich zocke jetzt jedes einzelne. Aber ich werde so von jeder, ich sag mal so von jeder Generation von Mystery Dungeon immer einen Teil spielen. Halte B und drücke Steuerkreuz für mehr Tempo. Halte R und ja, das genau, um diagonal zu laufen, mache ich ja schon ständig. Ist aber schön, dass wir das noch alles erklärt bekommen. Diese Tipps werden natürlich nach einer Zeit auch aufhören, wenn wir alles gesagt bekommen haben. Sehr nice. Oh, Voltoball gibt schön viele Erfahrungspunkte. Oh, das ist cool, Georock-Brocken. Georock-Box wirft, ja okay, mit Distanz, werde ich jetzt nicht alles ausführlich erklären. Denn wir können das jetzt fixieren und damit, also man kann auch Items fixieren. Mit L und R setzt man die dann ein. Und damit können wir dann auch Items auf Gegner werfen. Das ist ziemlich praktisch. Ich zeige das mal, wenn es wirklich mal geeignet ist. Also ich werde jetzt nämlich jetzt, wie gesagt, jetzt Team Blau spielen wir ja jetzt. Dann werde ich als zweiten Teil Team Himmel spielen. Das mache ich wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr kommt dann Pokémon Super Mystery Dungeon. Das werde ich dann vorziehen. Das werde ich auch zu Release dann wahrscheinlich spielen. Wenn ich zeitlich dann die Reihe bekomme. Dann werde ich den Erkundungsteam Himmel spielen, also den zweiten Teil, der auch übrigens mein Lieblingsteil ist und allgemein auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Und dann kommt noch Portali in die Unendlichkeit, also der dritte Teil. Achso, genau, das ist nämlich passiert, jetzt haben wir unsere Attacke verbraucht, deswegen werden wir jetzt mal, unser Magen knurrt jetzt auch noch. Kann ich jetzt mal den Georock-Brock einsetzen, der macht nämlich immer 20 Schaden. Man kann jetzt zwar mit einem Top-Elixier dagegen wirken, aber wir haben leider keins. Okay, das ist wichtig mit dem Magen, das kennen wir bereits. Und Gummibonbons sind auch noch wichtig, aber da haben wir jetzt leider noch keine von bekommen. Jetzt senkt er unseren Angriff. Natürlich blöd. Also man kann schon einiges über die Spiele auch erzählen und auch über Pokémon an sich in den Spielen. Denn das ist ja auch schon, ziemlich viel los hier auch vom Gameplay her. Weil auf den Dungeons ist ja auch sehr viel Variation. Und ach ja, was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, ist, glaube ich, auch so der Knackpunkt überhaupt. Die Dungeons sind jedes Mal zufällig generiert. Und ich werde jetzt erstmal einen Apfel essen. So, der füllt nämlich da 50 Punkte auf. Denn da stand schon gerade immer eine schwindelig vor Hunger und das soll ja nicht sein. Die sind nämlich jedes Mal zufällig generiert, je nachdem, wenn man die neu betritt. Das ist jetzt nicht, dass man, wenn man den Dungeon jetzt neu betritt, dass wieder genau die gleichen Räume entstehen. Das gab es allerdings in Portal in Unendlichkeit ein bisschen. Das war auch so ein, ja, schon etwas größerer Kritikpunkt. Man hat zwar die Räume sehr individuell gestaltet, dann war da mal ein Fluss im Raum und so Sachen. Das war so auch fürs Auge sehr schön und auch mal so Stalagmiten und so Sachen. War dann fürs Auge auch wirklich schön gemacht. Aber es wirkte so, als ob manche Räume wirklich identisch aussehen würden. Das war natürlich dann entsprechend jetzt so ein bisschen, naja, sagt man so, oh, kenne ich schon. Oh, ich will gegen Illikid kämpfen, weil die gibt bestimmt richtig viele Erfahrungspunkte. Oh, da kann sogar Ruckzuck-Hieb. Das ist fies, weil Ruckzuck-Hieb kann nämlich, ja, okay, 27, aber jetzt habe ich auch ohne fixierte Attacken angegriffen. Das ist fies, weil damit kann er auch Gegner angreifen, die ein Feld entfernt sind. Allgemein müssen wir jetzt erstmal Gekabor ein bisschen kämpfen lassen, weil der einfach... Muss ich das wieder neu fixieren? Ja, tatsächlich, weil wir das Item nicht mehr hatten. Für einen kurzen Moment. Wollte ich gerade irgendwas sagen, aber das habe ich vergessen. Egal, falls nicht so wichtig. Auf jeden Fall, dass wir jetzt Gekabor ein bisschen angreifen lassen müssen, weil wir jetzt ja unsere Attacken nicht mehr haben. Und es gibt auch kein Top-Elixier. Das kriegt man, glaube ich, erst in späteren Dungeons. So, danke. Oh, und das war noch seine Fähigkeit, Statik. Wir haben Level 9 erreicht, cool. Ich glaube, auf Level 10 bekommen wir wieder neue Attacken. Unsere, so ich sag mal, unsere Step-Attacken. Die auch dann auf jeden Fall gebraucht werden. Level-Ups bringen auch ziemlich viel, man merkt es, weil KP schon direkt um 3 und es bringt sogar noch mehr als in den Editionen, finde ich. So ein Level-Up. Weil auch so die Attacken noch wichtiger sind. Dass man auch mal wieder neue Attacken bekommt. An sich kann ich auch sagen, die Spiele sind auch jetzt gar nicht mal so anspruchslos. Die sind vor allem,
Achso, später kommen Dungeons, die sind auch richtig schwer. Die haben dann auch teilweise 20 Ebenen und werden auch halt immer schwieriger und sowas. Und dann kann man da auch sich erstmal richtig durchkämpfen lernen und danach kommen. Und es gibt auch noch Postgame-Content, dann kommen sogar teilweise 99 Ebenen Dungeons, die sind ziemlich krass. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Also, es gibt so, also Anspruch ist ja auf jeden Fall auch noch geboten. Es gibt sogar, kann ich auch schon mal vorweg sagen, auch Dungeons, da wird man, da darf man nur mit einem Charakter rein oder man darf keine Items mitnehmen oder so Sonderregeln halt. Oh, da sind sie. Bringen wir sie sicher hier raus. Unsere Körper getrennt. Freude. Hurra. Hurra. Wir danken euch beiden. Ihr seid Helden. Danke. Und wir bekommen 500 Poke. Und, oh, Belebersamen. Belebersamen ist ziemlich nice, weil wenn einer von uns mal stirbt, dann wird er sofort wieder belebt. Das ist vor allem für, den würde ich sogar auch für schwieriger, dann muss es auch möglichst noch aufbewahren. Und Fagia-Beere, na gut. So Belebersamen kann man nie genug von haben. Es gibt mal Dungeons, da werden wir tatsächlich mal 10 Stück oder so davon mit uns rumtragen. Und die werden wir auch alle brauchen. Ich bin froh, dass die Rettung heute erfolgreich verlief. Das war also unser erster richtiger Auftrag als Rettungsteam, ach Retterteam. Ich war ganz schön angespannt und nervös. Ich bin total müde. Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Lass uns morgen genauso erfolgreich weitermachen. Schlaf gut. Na gut. Dann speichern wir auch erstmal. Das können wir allgemein nach jedem Tag dann machen. Man kann auch so schnell speichern, halt im Dungeon. Oder man macht es einfach mit Save States, geht natürlich auch. Und es ist Nacht. Okay, wo sind wir? Das sieht ziemlich aus am Anfang, wo wir diese Fragen beantworten mussten. Wo bin ich? Träume ich? Etwa noch? Was? Da ist jemand. Wer nur? Jemand, den ich kenne? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Aber ich kann mich nicht mehr genau an ihn erinnern. Ach, was soll's. Auf zum neuen Rettungstaten. Mal sehen, was heute im Briefkasten steckt. Mein Gott, der Protagonist hat doch noch gesprochen im ersten Teil, weil im zweiten und dritten war es nur noch in Gedanken. Also zumindest, wenn er so mit sich selbst spricht, dann redet er doch noch normal. Okay, kein Auftrag. Schade. Guten Morgen, Gary. Du bist aber früh auf den Beinen. Oh, du hast schon im Briefkasten nachgesehen? Und war etwas Interessantes in der Post? Neue Rettungsjobs oder so? Weil für uns, ich lese manchmal echt falsche Sachen. Ich habe irgendwas Falsches im Kopf dann. Was? Der Briefkasten war leer? Das dachte ich mir. Schließlich sind wir ein ganz neues Team. Das ist schade. Sollen wir zum Pokémon-Platz gehen? Ich denke, wir sollten uns das Infobrett der Felipa-Post ansehen. Da finden wir bestimmt Rettungsjobs. Der Pokémon-Platz liegt in dieser Richtung. Komm, gehen wir. Ach so, da nach rechts. Ach, auch so schöne Musik. Das ist der Pokémon-Platz. Ich finde, der sieht auch richtig schön gemacht aus. Auch so, ich fand in jedem Teil sah der wirklich schön mal aus. Weil man hat immer so eine Art, so eine Stadt und... Die sind immer richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Dies ist der Kick-Leon-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Das ist die Snobili-Card-Bank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Na, ich weiß nicht, ob ich bei einem Snobili-Card mein Geld hergeben will. Und hier haben wir den Schluppuck-Link. Schluppuck kombiniert Attacken für dich. Das wird auch noch interessant. Wie? Was kombinieren heißt? Nun, kombinierst du Attacken, kannst du sie gleichzeitig einsetzen. Ja, das ist nicht schlecht. Man kann zum Beispiel dann damit in einem Zug dann zwei Attacken gleichzeitig einsetzen, wie es schon gesagt wird, so hintereinander. Und das kann natürlich auch schon, kann auch so ein paar coole Kombinationen mitmachen. Zum Beispiel, man kann erstmal Heuler einsetzen und macht danach dann direkt eine Attacke, die dann halt physischen Schaden macht oder so. Um die halt noch mehr zu verstärken. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, solltest du unbedingt Clubhook selbst fragen. Vielleicht würde ich dann mal Heuler mit Fund oder sowas dann mal verbinden oder Schnabel oder was ist das nochmal für eine Attacke? Ne, Kratzer meine ich. Das ist das Kandama-Lager. Hier kannst du Items lagern, sodass sie nicht verloren gehen. Oh ja, das Lager wird noch sehr wichtig sein.
Siehst du wichtige Items, solltest du sie unbedingt bei Kangama lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Na gut. Und was meinst du? An diesem Ort finden wir doch manches, was uns weiterhilft. Ach ja, dort hinten ist die Pelipa-Post. Man muss nur weiter in diese Richtung gehen. Wir bekommen dort bestimmte Informationen zum Rettungsjobs. Lass uns zunächst zur Pelipa-Post gehen. Aber ich möchte erstmal einkaufen. Denn das ist so die typische Tageszyklus. Bevor man in den Dungeon geht, immer gucken, was die im Angebot haben. Dann guckt man sich Jobs an und zahlt vielleicht noch ein bisschen Geld ein oder holt sich was ab und lagert. Das ist so dieser Tageszyklus hier. Oh je, du hast keinen Platz für weitere Items. Dann, ich kann noch mal was verkaufen. Nö, nicht wirklich. Na gut, wenn wir keinen Platz haben, dann können wir auch was lagern gehen. Hier ist auch schön, wir bewegen uns jetzt nicht in einem Raster, sondern komplett pixelfrei, sag ich mal. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Moment. Ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert, weil ich fühle mich gerade ein bisschen heiser. So. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade einen Schluck Cola genommen habe. Und ich habe gelesen, dass Cola gerne für Heiserkeit sorgt. Das wollte ich mir nicht abgewöhnen, aber ich hatte halt Durst drauf. Genau, wir können jetzt ein paar Sachen lagern. Wir können die auch sortieren, das ist auch ziemlich nice. Zum Beispiel die Amrena-Beeren werden wir niemals so viele brauchen. Auch hier, da brauchen wir nur eine von. Dino-Beeren lasse ich mal noch zwei da. Oder, ja. Ja komm, so viele brauchen wir jetzt auch nicht davon. Wir haben auch noch zwei getragenes Item. Und jetzt haben wir die nämlich dann hier auch noch im Inventar und der Rest ist dann schön gelagert. Das heißt, wir können jetzt nach Items gucken. Wahrscheinlich können wir uns noch nicht viel leisten. Okay, na gut, aber schon mal großer Apfel ist interessant. Da werde ich auch einen von mitnehmen. Weil großer Apfel, ich habe ja halt nämlich komplett den Magen und das wird uns für später noch sehr praktisch sein. Denn die findet man eigentlich ziemlich selten und wenn die mal welche zu kaufen haben, dann kaufe ich die auch in der Regel sofort. Denn die sind echt nicht leicht zu bekommen in der Regel. Willkommen beim Petlion-Laden. Genau, und der verkauft Orbs und TMs. Das wird auch noch interessant, denn die gibt es auch noch hier. Ich werde das aber mal noch nicht nutzen. Was das mit den Orbs auf sich hat, werden wir auch noch sehen. Das sind aber praktisch auch wie Items, die verschiedene Effekte haben, die man damit nutzen kann. Ich werde das mal den großen Apfel lagern. Man muss auch wirklich manchmal im Voraus was kaufen, dass man sich Sachen kauft, die man vielleicht ja später braucht, einfach um dann besser zurechtzukommen entsprechend. Dann haben wir noch hier den Schluckbuch-Link, aber da möchte ich noch nichts machen. Für 150 nur, das ist billig. Aber wie gesagt, dieses Kombinieren möchte ich noch außen vor lassen. Vor kurzer Zeit gab es einen schlimmen Waldbrand, ganz fürchterlich. Zum Glück konnten Turtok und Impagator das Feuer schnell löschen. Aber wenn sie später gekommen wären, hätte sich das Feuer ausgebreitet. Oh weh. Okay. Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen. Aus Angst sind viele Pokémon wild und aggressiv geworden. Und merkt euch schon mal, ich werde wirklich jeden einzelnen Pokémon seine eigene Stimme geben. Das Leben ist hart und seinen eigenen Akzent wahrscheinlich noch. Pardon, auch die Pelipa-Post. Ach, die Pelipa-Post ist am Ende dieses Weges immer geradeaus. Direkt am Kap, du kannst sie gar nicht verfehlen. Man muss auch merken, zu der Zeit war Snubbull auch noch ein Normal-Pokémon, denn da gab es den Feentyp noch lange nicht. Und nein, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an RPG-Maker, dass man einfach nicht dahinter laufen kann. Oh Gott. Grafisch hat es echt so ein bisschen was von RPG-Maker, weil das ja so dieselbe Auflösung hat. Welser war ja. Gehen wir mal hin. Allgemein soll man das alles angucken hier. Denn hier haben wir Welser. Ich hörte, am Erdboden haben sich einige Rassen gebildet und man läuft Gefahr, in diese Tiefe zu stürzen. Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn Kinder in solche Spalten fallen. Ist ja schon einmal passiert. Dann haben wir ganz unten auch noch was. Was gibt's denn da? Hier ist nichts los, oder? Es ist niemand da. Es ist eine Notiz angebracht. Im Umbau, Zutritt verboten, Makuhita Dojo. Na gut, ansonsten hier ist auch nichts mehr los. Dann haben wir hier jetzt noch die Snobilicard Bank. Willkommen bei der Snobilicard Bank. Was kann ich für dich tun? Wir können jetzt was lagern, aber das werde ich mal noch lassen. Obwohl, ich überlege gerade, brauchen wir das? Ich kann es theoretisch lagern.
im zweiten Teil ist es so, dass man auch mal zufällig mal einen Shop in einem Dungeon treffen kann, der dann auch seltene Items verkauft. Ich überlege gerade, gab es das in diesem Teil auch schon? Ich werde es trotzdem mal lagern, weil das passiert in der Regel erst im Postgame. Deswegen können wir, solange wir die Story noch durchspielen, schön immer alles lagern, was wir haben. Und hier ist noch gar nichts scheinbar. Ich würde aber sagen, nach rechts zur Pedipa-Post gehen wir dann erst im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part soweit gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann.